Mannschaften sagen, sehen Sie hier eingeblendet. Der erste Mal wieder mit Gerd Müller, mit der Nummer 9. Und Schwarzenbeck. Ein Foul von Wolfgang Oberath. Simmet. Oberath. Paritz. Oberath. Im Ballflohe. Oberath. Eckball zeigt der Linienrichter an. Oberath. Für Manfred Manglitz, der ganz dick in den Bestechungsskandal der Bundesliga verwickelt ist. Oberath. FC Bayern München und dem ersten FC Köln ist in der 12. Minute und es steht 0:0. Und wieder ist ein schönes Pokalfinale zu sehen. Oberath. Immer noch Charlie Mrosko. Das Führungstor des ersten FC Köln hat die Bayern vorübergehend aus dem Rot und Wolfgang Oberath. Gegenspieler von Gerd Müller. Den Kölnern anspielbereit. Oberath. Schwarzenbeck. Oberath. Simmet. Oberath. Im Mittelfeld der Bayern mit Hoeneß, mit Zobel, mit Roth steckt enorme Kampfkraft. Aber es nochmal Mrosko. Beckenbauer, Müller, Rupp, auch außerhalb des Spielfeldes so gebärdet, wie man das eben vor den, wie man so schön sagt, Bomber der Nation ausgezeichnet gespielt. Oberath. Freunde, deren Herz für diese Mannschaft dauert. Ist gut. Wieder Charlie Mrosko.
Oberrat. Flohe. Durch Franz Beckenbauer. Mittelbare Gegenspieler von Wolfgang Oberath. Die Bayern haben rot an den rechten Flügel gezogen. Brosko. Sich, weil Roth nicht auf seinen Gegenspieler achtet. Dann wird dieses Spiel um 2x15 Minuten verlängert. Ein Elfmeterschießen gibt es allerdings nicht, denn jetzt die gelbe Karte führen. Wenn es also am Ende der Verlängerung auch noch unentschieden stehen sollte, dann gibt es keine Elfmeter. Andere als einfach. Verursacht diesen kurzen vorübergehenden Schmerz. Leistet, das imponiert. Oberrat. Eine ganz klare Tätigkeit war an Kölns Linksaußen auf dem Tja, und das gibt natürlich jetzt einen ganz neuen Aspekt. 11 Kölner gegen, wenn es diesem Spiel auch vielleicht an der spielerischen Klasse fehlte. Und es ist natürlich bedauerlich, dass die Münchner Bayern jetzt mit 10 Mann weiterkämpfen müssen. Oberrat. Verlagen. Den jungen Mann, den Sie eben im Bild sahen, das Szene noch einmal in der Zeitlupe. Biskup und Gerd Müller. Nun, die sind beide zu Boden gegangen und ich glaube, ein Schiedsrichter. Die Bestimmungen sagen, Sie sehen, es ist schon wieder gewählt worden. Die beiden Kapitäne Wolfgang Ober.